Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Na, ist das nicht ein lauschiges Plätzchen hier? Ja, und demnächst wird hier ja eine Dampflokomotive fahren und die Leute vom Schiff abholen. Jetzt dachte ich nur gerade, also für eine Dampflok ist irgendwie dieser Bahnhof ein bisschen modern. Ist aber auch egal, weil man kann ja sagen, meinetwegen, ja, da stand früher ein alter Bahnhof, den haben sie dann modernisiert, weil einfach die Linie so gut lief und dann hat man sich was Modernes gegönnt. Ja, und jetzt fährt halt die Dampflokomotive hier rein. Hör ich hier? Ich höre doch hier Stimmen. Und nicht in meinem Kopf, sondern hier im Bahnhof drin. Irgendwie kann es sein, dass hier auch so eine Bahnhofsansage drin ist? Offensichtlich ja. Naja gut, wie auch immer. Ja, den Bahnhof haben wir. Das heißt, wir brauchen eine Linie. Weil ich möchte jetzt diese Dampflokomotive installieren. Das würde von hier nach hier oben gehen. Hier in den Bahnhof rein. Und wäre dann... wie haben wir denn die andere Linie benannt? Lasst uns mal schnell gucken, wenn wir hier das Linienfenster aufrufen. Dann mal den hier einstellen. Schiffszubringer Landscheid. Okay, dann ist das hier hinten der Schiffszubringer Eimsheim. Gut, ich brauche die Linie wieder. Wo haben wir sie? Linie 1. Schiffszubringer. Schiffszubringer. So, Bastel, Bastel. Eimsheim. Eimsheim. Passt das so? Richtig geschrieben? Jawohl. Gekauft. Gut, Linie haben wir. Signale haben wir. Ich brauche mal ganz schnell nochmal. Ja, die Linie, genau, zweigleisig verläuft sie. Das passt, auch wenn wir jetzt für den Moment auch hier nur einen Zug nehmen. Ganz einfach, weil das Ganze doch irgendwie natürlich noch wirtschaftlich sein soll. Es ist ja irgendwie so zur Hälfte, ist es ein ja, Schönbauprojekt. Aber ich möchte eben gucken, ob das überhaupt funktioniert. Kann man so etwas wirtschaftlich aufziehen? Das ist eigentlich die Idee. Gut, da kommt das erste Schiff an. Sehr cool. Gefällt mir. Ich mag Schiffe. Aber ich mag Züge noch mehr, muss ich zugeben. Gut, jetzt haben wir hier natürlich kein Depot. Und hier oben haben wir auch nirgends ein Depot. Hier haben wir schon mal Gleise gelegt, damit das reserviert ist, damit wir hier in den Berg rein können später. Das ist in Ordnung. Ansonsten, ja eben, haben wir kein Depot. Vielleicht hier unten. Weil der Bahnhof ist ja relativ modern. Hier würde eigentlich auch noch irgendwie so ein cooles, modernes Depot hinpassen. Wenn wir eins haben, haben wir ein cooles, modernes Depot. Hier, Backstein, wo haben wir es denn? Nein, ist natürlich weder modern. Ja, cool ist es, aber modern ist es nicht. Das hier wäre eher modern. Oder das hier. Vielleicht nicht gerade in dieser massiven Länge. Ach, das geht natürlich nicht, von wegen Länge variieren. Dann müssten wir dieses hier nehmen. Wenn wir eine andere Länge haben wollen, machen wir mal, wir sagen mal 120 Meter. Ist zu lang, gefällt mir nicht. 60 Meter. Ja, und dann passt das perfekt hier dazwischen. Ja, das würde ich glatt so nehmen. Oder vielleicht sogar hier unten. So ein bisschen Richtung Wasser. Dann sehen die Leute gleich, ja, das Depot halb. Zack, gekauft. Eine Schiene. Gerne irgendwie, ja, ich würde sagen, altes Gleis. Dass wir hier mal so andocken und dann irgendwie dort reingehen. Weil hier haben wir noch eine Weiche, da wären wir gar nicht reingekommen. Und so kommen wir auch nicht rein, weil da die Brücke ist, aber so geht's. Zack, gebonkt. Haben wir noch ein zweites Gleis? Wir haben. Ich würde sagen, du gehst da mal so rein. Okay, und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus, wenn man hier so auf dem Schiff ist, so daherkommt. Ja, man sieht gleich, hier ist die Eisenbahn zu Hause. Das passt. Gut. Ja, jetzt. Was für eine Lokomotive. Eine Dampflokomotive, haben wir gesagt. Ich würde jetzt hier nicht mal was Massives in dem Sinn nehmen, sondern vielleicht irgendwie eher, ja, ein bisschen was Handliches. Wobei... Was haben wir denn als Auswahl? Wir haben die hier alle. Das ist doch eine schöne, die BR-75-4. Die gefällt mir schon mal gut. Tempo 79, Tempo 79, Tempo 90. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Viel schneller muss die gar nicht sein. Ich würde die nehmen. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Jawohl. Und Wagen? Da können wir eigentlich auch eher was Älteres, was Schönes, was Ausflugsmäßiges nehmen. Irgendwie... Dreiachser. Dieser dreiachsige Personenwagen mit offenen Plattformen beidseitig wurde in Deutschland eingesetzt. Gefällt mir eigentlich auch schon. Tempo 100, das heißt, die sind schneller als die Lok erlaubt. Ja, nehmen wir. Was ist das hier noch? Ja, ist Straßenbahn. Es gibt jetzt natürlich hier 10.000 verschiedene Varianten. Ich würde aber die hier mal nehmen. Funktioniert ebenfalls. Machen wir hier mal um die 100 Meter. Ja, das reicht, das ist fast zu lang, aber nee, das ist okay. Ist ja doch eine halbwegs vernünftige Dampflokomotive, was Tempo und Kraft angeht. Gut, ja, haben wir Linie zuweisen, da gibt es noch eine Möglichkeit, Schiffszubringer Eimsheim. Und dann würde ich mal sagen,
Herzlich willkommen hier bei uns. Natürlich drehen wir das Teil wieder, damit wir dort noch in den Bahnhof reinkommen. Ah, schön, wie es schnaubt, macht und tut. Ja, und auch ein kleines Meisterwerk der Technik. Sehr schön, schönes Teil. Nichts Atemberaubendes wie eine Big Boy, ganz klar. Aber ja, es kann ja nicht immer jeder Zug atemberaubend sein. Also mir gefällt der und ich finde, der passt perfekt hier hin. Das ist genauso ein Zug, wie ich mir das vorstelle, wenn ich mit dem Schiff irgendwie rüberkomme und dann hier ein bisschen den Berg raufdüse. Dann sollte das irgendwie genauso ein Zug sein. So, wir lassen dich mal rüberdüsen. Ach, du kommst hier nicht in dein Gleis rein, weil wir hier noch nicht umgestellt haben. Okay, ist kein Ding. So, wann können wir dich drehen? Sobald du die Weiche verlassen hast. Das müsste plus minus jetzt der Fall gewesen sein. Dann können wir gleich mal einsteigen. So, und natürlich ganz kurz gucken. Was haben wir hier für Perspektiven? Sehr schön mit Seesicht. Ah, da haben wir doch einen Pfeiler durch, schade. Sieht aber trotzdem nett aus, jawohl. So, aber irgendwie mir gefallen immer besser. Ui, das ist natürlich auch eine coole Perspektive hier so ganz nah dran. Hier, diese Perspektiven, die gefallen mir immer besser, wenn man so hinten irgendwie auf dem Wagen drauf sitzt und wirklich eben sieht, wie der Zug schlängelt. Da haben wir tatsächlich eine Bahnhofsansage, hört ihr das? So ganz scheu hört man ab und zu irgendwie eine Männerstimme. Das ist also eine andere Ansage wie die normale. Normalerweise haben wir die Frauenstimme, die da irgendwie verkündet, dass der IC dann bald mal kommt. So, und jetzt düsen wir hier mal rauf, natürlich in dieser Perspektive, in der herkömmlichen Führerstandsmitfahrt. Hier über die Brücke und ja, genießen mal die Strecke und dann können wir eigentlich schon bald mal gucken, ob das irgendwie hier mit Leuten funktioniert. Und mir fällt gerade ein, ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass wir die andere Strecke noch mal kurz kontrollieren müssen, weil irgendwie fuhr doch der Zug da zuerst irgendwie auf dem falschen Gleis. Ja, da muss ich nachher noch mal gucken. Ich hoffe, ich denke jetzt dran. Man ist dann irgendwie immer so abgelenkt von den Zugfahrten, dass man irgendwie am Schluss dann eben doch wieder vergisst, was man eigentlich während der Fahrt noch machen wollte, beziehungsweise was einem eingefallen ist während der Fahrt. Was sehen wir denn da oben schon Schönes? Irgendwie eine Straße, das ist glaube ich, ach, das ist die Brücke. Ja, jetzt erkenne ich's. Genau, die haben wir auch noch dahin gezimmert. Ist noch ein bisschen wenig Verkehr. Jetzt könnte man natürlich, aber das ist halt auch wieder eher Schönbau. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel noch eine Buslinie runter macht zum Hafen, könnte man machen, würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Ist aber wirtschaftlich gesehen, denke ich, Und ich finde schon, da habt ihr recht, in den Kommentaren stand öfters mal, du kommst wieder immer ein bisschen näher an den Schönbau ran und verlässt die Wirtschaftlichkeit. Stimmt, das geht ja automatisch, sobald man wirklich halt Geld hat auf dem Konto. Ja, macht man auch mal ein paar Sachen, die nicht so wirtschaftlich sind. Bitte das zu verzeihen. Aber ja, im Endeffekt soll das Ganze einfach auch Spaß machen. Ist natürlich logisch. Und Spaß macht es halt auch, wenn man ab und an mal etwas macht, was vielleicht eher ein bisschen unvernünftig ist. Wobei, da würde ich jetzt das hier nicht mal dazu zählen. Wie gesagt, das kann natürlich gut sein, dass das eigentlich wirtschaftlich auch läuft. Wie gesagt, in den Kommentaren stand eigentlich, dass das geht, dass man das mit einer Schiffslinie macht. Also sprich eben, ja, Zug, dann Schiff und vom Schiff wieder umsteigen auf den Zug. Und dann wieder ins obere Städtchen, dass man so zwei Städtchen auch verbinden kann. Und ich wüsste auch nicht, warum das nicht gehen sollte. Mit Flugzeugen ist das ja im Prinzip auch so angedacht. Oder dass man dann halt bei Flugzeugen mit Bussen arbeitet. Apropos Flugzeuge, das könnte man sich auch mal noch ansehen. Was mich da einfach abschreckt, ist, dass die halt wirklich einfach immer Minus machen. Das ist nicht wirklich, wie soll ich sagen, zu Ende gedacht geworden in Sachen... Ja, dass sich das ausgeht, weil das funktioniert tatsächlich nur, wenn man gar keine Bus- und Zugverbindungen hat zwischen zwei Städten. Dann kann man mit kleinen Flugzeugen, glaube ich, tatsächlich wirtschaftlich arbeiten. Mit den großen geht schon mal gar nicht. Das ist ein bisschen schade, ist aber halt so. Und deswegen, ja, vielleicht irgendwie einen kleinen Flughafen machen, der von A nach B führt. Und dann mal beobachten, ob wir da nicht doch irgendwie Leute reinkriegen. Weil jetzt haben wir noch nicht alles zugebaut. Wie früher jeweils, wenn wir Schönbau gemacht haben, dann haben wir natürlich schneller viel mehr gebaut. Von daher, ich denke mal, die beiden Eckstädte irgendwie links und rechts oder rechts und links, egal wo, die sollten eigentlich noch nicht wirklich verbunden sein in irgendeiner Art und Weise. Auch nicht mit dem Zug, wenn man umsteigt. Oh, schön. Cool, der rote Pfeil ist noch unterwegs. So. Ja, das werden wir uns gleich mal kurz ansehen. Jetzt möchte ich aber tatsächlich noch kurz gucken, wie das da hinten aussieht in Sachen
Linie. Warum fährt der Zug da nur eingleisig? Oder tut er das wirklich oder hat er das noch einmal gemacht? Wir werden es rausfinden. Wie sieht's aus mit Leuten? Ja, da steigt noch keiner ein, obwohl wir Leute am Bahnhof haben. Ist aber egal, das sollte tatsächlich irgendwann, denke ich, funktionieren. Möchte natürlich den Zug nochmal kurz sehen. Wer hier rausdüst. Ja, sieht doch nett aus. Hier der Straße entlang. Cool, gut. Wir gehen mal schnell schauen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Also hier haben wir keine Leute, das ist soweit klar. Mir geht es aber primär hier um die Linie. Was macht die hier? Das wäre nicht die TGV-Linie, sondern diese Linie. Eine unmögliche Farbe, da machen wir mal kurz ein Gelb draus. Ja, das ist ja eigentlich zweigleisig. Ja, okay, dann passt das. Dann muss ich hier nichts mehr dran rumbasteln. Dann ist das in Ordnung. Gut, lasst uns doch mal kurz gucken, die beiden Eckstädte. Aber jetzt nicht Landscheid, die haben jetzt hier einen Zug. Das wäre hier mal Stockholm. Okay, und jetzt ganz hier hinten hätten wir... Ah, genau, das Städtchen im Eck. Ich würde sagen, wir haben 265 Millionen. Wir werden das jetzt mal testen. Die haben mit Sicherheit keine Verbindung. Also man könnte vielleicht auf der Straße, ja, mit viel Mühe, käme man vielleicht nach da hinten, aber sicher nicht mit der Bahn, weil da ist nichts verbunden miteinander. Gut, dann machen wir das mal. Dann gibt es hier einen kleinen Flughafen. Dann haben wir die nämlich auch gemacht. Was kostet denn zum Teil? Wir haben den mittleren. Mein Gott, der ist ja schon riesig. Muss der so groß sein? Offensichtlich ja. Okay, wohin mit dir? Jetzt, wo starten die Flugzeuge? Ah, wenn ich das jetzt noch wüsste, in welche Richtung starten sie? Ich möchte eigentlich nicht den Effekt haben, dass sie hier aus der Map rausfliegen, sondern sie sollen in die Richtung düsen. Wenn ich das jetzt noch genau wüsste, die landen irgendwie so. Sie starten, so starten sie, glaube ich, nach außen. Ich muss das jetzt mal testen. Wenn ich das so gebaut habe, dann starten sie, glaube ich, jetzt tatsächlich in die andere Richtung. Wir bauen das mal und gucken. Hilft ja nichts. Dann ist natürlich im Prinzip die Straße auf der falschen Seite. Wohin mit dir? Ein bisschen so. Ja, das war, wie soll ich sagen, hier oben. Hier haben wir halt mehr Strecke. Und dann mit der Straße nach da hinten, hier mit einer Brücke über die Gleise. Könnte man machen. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt mal. 4 Millionen, die investieren wir. Ist ja kein Ding. Wir haben über 200 Millionen, 250 sogar. Waren hier eine Straße, gerne gerade. Warum nicht sogar ein bisschen breiter das Ganze noch? Ist ja dann doch ein Flughafen. Da brauchen wir nicht mal unbedingt die Bäumchen. Ja, okay, hier haben wir auch die Bäumchen. Aber das ist doch eine stattliche Straße, die gefällt mir schon mal gut. Dann geht das hier mit einer Kurve in die Richtung. Ja, und wo kommen wir hier unten rein? Hier hätten wir noch den Bahnhof. Ja, vielleicht dort. Moment, ich gucke mal schnell, ob ich hier rauskomme. Was geht kaputt, wenn wir hier rausgehen? Zwei, drei Häuschen, das kann man machen. Dafür sind wir in der Nähe des Bahnhofs. Das ist doch in Ordnung. Hier vielleicht sogar ein Bahnübergang. Das ist hier eh nur für ihn. Das funktioniert doch eigentlich. Moment mal rasch. Ja. Ja, okay, ist nur ein roter Pfeil. Also dann machen wir das so. Wir gehen hier rüber. Allerdings möchte ich das irgendwie gerade haben halbwegs. Das wäre dann plus minus so. Und hier schwingen wir da rein. Jawohl, und dann sieht das doch schon relativ städtisch aus, das Ganze. Jetzt brauche ich nur hier noch einen Bahnübergang. Funktioniert das mit dem? Ich glaube ja. Dann haben wir hier relativ lange Schranken. Jawohl, das funktioniert. Gut, Straße haben wir, Flughafen haben wir. Flugzeuge haben wir nicht, Linie haben wir nicht. Und hier eine Busverbindung hin wäre dann natürlich auch noch fällig. Aber jetzt machen wir natürlich zuerst hier hinten noch den Flughafen. Und zwar in der gleichen Größe und ungefähr ähnlich. Den platzieren wir, wenn es irgendwie geht, hier hin. Das wäre dann so. Und jetzt muss ich den aber auch wieder drehen, weil ich mit dem auch nicht aus der Map raus möchte. Wahrscheinlich habe ich jetzt genau falsch rumgebaut. Aber wisst ihr was, wenn die nur 2,3 Millionen kosten? Wenn wir jetzt falsch rumgebaut haben, so dass sie tatsächlich aus der Map rausfliegen, dann werden wir das aber nochmal ändern. Dann werden wir den drehen. Dann haben wir den Effekt, dass sie da vernünftig sozusagen langfliegen. Ja, machen wir mal so. Und dann haben wir hier im Prinzip was Ähnliches wie da hinten. Deswegen nehmen wir gleich wieder die gleiche Straße. Ja, das mal so. Und da haben wir schon eine Straße, die verbinden wir jetzt einfach. Und dann ist eh schon gut. Und weil wir jetzt gerade hier sind, machen wir jetzt noch die Busverbindung. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir das ans städtische Netz anschließen oder sollen wir hier eine separate Busverbindung machen? Ich würde hier eine separate machen mit neuen Fahrzeugen. Da brauche ich nur hier aber natürlich noch eine Bushaltestelle, eine vernünftige. Irgendwas
was auch ein bisschen nach Flughafen aussieht. Haben wir die großen schon? Brückenbauwerk. Nee, das habe ich gar nicht gemeint. Hier sowas, moderne Bus- und Tramstation. Was kostest du denn? Das ist irgendwie eher die kleinere Variante. Da gibt es noch was Größeres. Geht das so? Ja, wäre relativ cool hier drin, aber das geht, glaube ich, nicht. Nee, da sind wir immer im Weg. Wenn wir dich drehen und so hier hin machen. Das würde gehen. Das würde ich glatt mal machen. 20 Millionen. Aha, echt jetzt? Boah. Nee, das lassen wir. Warum ist das Ding denn so teuer? Oh, das ist jetzt schade. Okay, nee. Also selbst wenn wir wirklich, wir haben 240 Millionen, aber trotzdem. Also zum Fenster rauswerfen, möchte ich das Geld dann doch nicht. Hier die große Station. Ist das die hier? Ja, die kostet, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein vernünftiger Betrag. Das kann man machen. Das geht natürlich nicht, das ist eine Flughafenstraße. Die Mod, dass man die Straßen benutzen kann, habe ich nicht installiert. Also installiert ja, aber nicht geladen, weil wir es noch nicht mit Flugzeugen zu tun hatten. Was mir hier halt nicht gefällt, das habe ich schon mal gesagt, das Ganze steht so ein bisschen auf einer Platte drauf. Seht ihr das? Das hätte man eine Holzplatte genommen und das darauf gesetzt. Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, ja, gefällt mir einfach nicht wirklich. Wenn wir es hier hinsetzen, dann sieht man es vielleicht nicht so. Ist aber doof, dann fährt man irgendwie so weit außen rum. Das gefällt mir irgendwie auch nicht. So, kriege ich es wieder nicht ran. So krumm. Nee, dann haben wir wieder den Platteneffekt. Wie siehst du aus? Das ist natürlich auch ein relativ cooles Teil. Wenn wir das so machen, oder vielleicht doch sogar hier unten. Nee, haben wir Kollision mit dem Flughafen. Mal drehen. Und irgendwie so hier rein. Das sieht doch eigentlich relativ nett aus. Und dann vielleicht sogar mit einem Drehdingens wieder zurück. Machen wir mal. 100.000 können wir bezahlen. So, einmal eine Kurve. Eine dünnere Straße. Wisst ihr was, wir machen hier eine dünnere. Weil das ist ja nur zum Wenden. Mal gucken, ob sie das auch nutzen. Okay, passt. Dann hätten wir das. Machen wir die Linie. Von hier. Ich würde sagen, schon zum Bahnhof runter. Macht am meisten Sinn. Aha, dann funktioniert das nicht. Echt jetzt? Du bist doch eigentlich eine Bus-Tram-Haltestelle. Aber irgendwie scheint das nicht ganz zu funktionieren. Schade, würde doch perfekt passen. Warum geht das nicht? Muss ich hier noch irgendwie was einstellen? Keine Parameter. Da steht aber eindeutig, hat man das nicht eh schon mal, dieses Problem? Station mit 6 Stops für Tram und Busse. Steht hier eindeutig. Ja, die funktioniert nicht, die Linie. Okay, Haltestellen passen nicht zusammen. Warum auch immer. Also das kann man tatsächlich für Busse nicht verwenden. Weil das ist eine Busstation, also das passt. Schade. Gut, müssen wir das anders machen. Jetzt werden wir hier halt nochmal ein bisschen was abreißen müssen. So eine Wendeschlaufe ist natürlich halt auch Qualitäten. Aber weiß auch nicht. Sowas in der Richtung. Das würde offensichtlich sogar funktionieren. Machen wir mal. Tramgleis brauchen wir nicht. Anwenden. Ja, dann hat es aber die Straßen gekappt. Kann man so machen, gefällt mir aber sowieso nicht. Moment, das reißen wir nochmal ab. Wir können uns das leisten. Dass wir das nochmal kappen. Warum kann ich das nicht kappen? Bagger. Jetzt. Abriss bestätigen. Dann machen wir hier nochmal kurz eine Korrektur. So, passt. Gut, nochmal dich schnappen hier. Ne, falsch. Möchte nicht funktionieren. Ui, das hier ist natürlich auch so ein Apparat. Was kostest du denn? Kostet eigentlich auch nichts. 96.000. Aber das ist cooler, wenn man da irgendwie tatsächlich irgendwie noch Straßenbahn hat. Das hier wäre auch noch was. Wir versuchen es mal mit dem hier, würde ich vorschlagen. Das sieht doch eigentlich auch ganz nett aus. Noch ein bisschen drehen. Zack, okay. Dann brauche ich aber die Straße natürlich wieder zurück. So, jetzt mal gucken. Linie aufrufen, Linie 1. Ja, jetzt funktioniert sie. Das wurde schon übernommen. Passt. Und dann ist das hier für das Städtchen im Eck. Ach so, wir sind natürlich jetzt beim Städtchen im Eck. Ich dachte, wir seien in Stockholm. Nee, falsch. Gut, dann ist das die, Moment, D-S-I-E-A. ja, Buszubringer. Airport. Okay, funktioniert. Wir brauchen
die Busse. Sie nutzen hier sogar die Schlaufe, hat man gerade gesehen. Also, irgendwelche Busse, die zu einem Flughafen passen. Mal gucken, mal gucken. Ja, ja. Irgendwie vielleicht sogar diese Hess-Busse. Wo haben wir die denn hier? Unten die. Oder Mercedes Sprinter. Das passt doch zu einem Flughafen. Und irgendwie sowas. Mercedes Sprinter, ich hätte die gerne. 6 müsste reichen von der Einheit, von der Kapazität her. Kaufen wir mal eine Reihe. Weisen die zu. Zubringer Airport. Und dann kommen die hier schon raus. Ja, sehr nett. Okay, dann wünsche ich euch einen guten Start ins Geschäftsleben sozusagen. Und jetzt hätte ich gerne, damit wir die Flugzeuge noch sehen, gerne diese Linie noch. Dann machen wir die Busse hier oben dann in der nächsten Folge. Das eilt jetzt auch nicht so. So, dann wäre das hier Airline. Von Stockholm quer rüber nach DSIEH. Habe ich die andere Linie richtig angeschrieben? Ich hoffe es mal. Okay, gut. Das müsste eigentlich zu erkennen sein, was das ist. Dann würde ich sagen, wir kaufen die Flugzeuge. Und jetzt werden wir aber eben nicht irgendwie was Riesiges kaufen. Nicht irgendwie sowas in dem Stil, weil die kosten aber viel zu viel. Und die erwirtschaften kaum Gewinn. Ich hätte gerne was Kleineres. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder vielleicht hier so eine Douglas DC-4. Was kostest du? 2 Millionen. Kann man machen. Kaufen wir mal 2 Stück. Setzen die auf die Linie. Das wäre die hier. Dann kommen sie auch schon raus. Und dann würde ich aber sagen, mitfliegen. Das werden wir in der nächsten Folge. Und dann genießen wir den Flug und dann machen wir da unten dann noch die Busse zum Flughafen hin und dann bin ich mal gespannt, ob wir es nicht schaffen, dass das vielleicht doch wirtschaftlich funktioniert. Ganz einfach, weil eben die Städte noch nicht verbunden sind. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder pünktlich hier zum Flug. Macht's gut, bis dann, tschüss!